Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen? Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Quest abgeschlossen. Na, guck mal, wir haben sogar gleich eine weitere Quest bekommen. Das war schon. Das war schon der vierte Gast diese Woche, der mich anbrüllt. Oh. Heuleise. So, jetzt suchen wir uns erstmal die schöne Papyrus. Ich hatte das Gefühl, dass es hier wieder nach außen geht. Das ist aber auch cool gemacht. So beim Angriff, ne? Jeder, der kann hier zwar runter, aber kommt dann hier nicht weiter. Aber jeder, der von, ne, der hier raus will, der kommt dann hier zack, schnell und dann kann man schön hinterher machen. Entweder ist die Schriftrolle ganz oben. Ich vermute sogar, dass sie ganz oben ist. Aber es kann einfach nicht sein. Hier ist nirgendwo etwas zum Looten. Das, was ist das hier für ein scheiß Tempel? Sogar der andere Tempel. Der andere Tempel hatte eine ganze Menge zu looten. Ah. Das sieht interessant aus sogar. Also ist er noch gar nicht fertig, aber boah, wie er hier schnauft. Es ist so anstrengend. Die ganze Zeit hin und her. Wie kann man nur mit eigentlich fast gar keiner Technik das so gut hinbekommen? Das ist ja schon fast peinlich für jeden anderen, der den Beruf hat und das nicht so hinbekommt. Naja, ja, die Masse macht's wahrscheinlich. Die Masse. Ich wollte eigentlich gar nicht auf ihn drauf. Wir gucken da oben und dann da rein. Moment, ich kann mir die Papyrus sogar anzeigen lassen. Wie billig ist das denn? Aber ich hatte recht mit oben. So eine Art, glaube ich. Da oben war auf jeden Fall noch, ich will da durchfallen. Das muss einfach Spaß machen. Ich frage mich auch, ob der Fallschaden prozentual ist. Also egal wie viel wir stärker werden, wir immer dick auf die Fresse bekommen. Papyrus war also über dem Raum. Alles klar. Oh, schau. Wir haben sogar jedes Mal anvisiert. Aber man guckt halt nicht nach oben, ne? Ey, mach Ruf hier! Junge! War die Papyrus jetzt da drin? Ah ne, da war sie. Da. Sieht man aber auch echt überhaupt nicht. Na, komm schon. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmer-Tempels in Yamu gibt es einen tollen Ort. Für den Redes Wars. Keine Ahnung. Ist voller Datenpalmen. Dattelpalmen. Und umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung. Ohne Ausgang. Dort findest du mich. Entschuldigung. Einige hundert Meter nordwestlich des Sachmet-Tempels. In Yamu. Gucken wir mal kurz. Haben Yamu. Yamu. Hier, Tempel in Sachmet in Yamu. Nordwestlich. Also irgendwo hier oben dann. Steinerne Wand. Hier, das hier bestimmt. Das würde gut passen. Das würde echt gut passen. So, jetzt machen wir aber erstmal die Quest weiter. Okay. Das Wasser ist nicht tief genug, um den Fallschaden zu reduzieren. Ja,
Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Fall schon prozentual ist, weil man irgendwann dann, wenn man es wirklich ausmerzen will, ausreizen will, von ganz oben runterspringt, immer noch fast Full Life ist. Das wäre irgendwie merkwürdig. So, und gehen wir mal zu dem Händler und schauen mal, was der... Schnell wieder raus, schnell, 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 schnell. Oh, das ist so eklig. Obwohl, na, eigentlich ist es gar nicht so eklig. Sieht nur wegen den ganzen Pflanzen und alles so eklig aus. Aber durchgehen würde ich trotzdem nicht. Ist nicht der blöde Händler. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Kastenlinien sind gefälscht. Das sind mehrere. Du dreckiger Necker. Sei gegrüßt. Ihr seid am richtigen Ort, Neb. Wir haben alles, was euer Herz begehrt. Was ich begehre, sind Informationen zu falschen Reliquien hier auf dem Markt. Ich kenne die Gerüchte, ja, aber da ist bestimmt nichts dran. Und nun geh, wenn du keinen Ärger willst. Heftig. Oh, da sind schöne Frauen. Du hast mir ein Amulett von Hathor verkauft und meine Frau wurde trotzdem krank. Die Katzenmumien sind gefälscht. Ah, man kann auch dann hier die alten... interessant, ich kann sogar die Monturen... Aber da ist ja nur Strom. Das ist ja interessant, ich kann die Monturen sogar 1:1 wieder verkaufen. Wenn ich sie gekauft habe, da ist cool. Weil es mir nicht gefällt. Du dreckiger Necket Iadet! Du wagst es... Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menehet schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Ja, wie gut, dass wir Meditation gelernt haben. Na, gehen wir erstmal zu seinem Bauernhof. Wieso sind wir eigentlich noch kein Level Up? Wir haben doch einmal eine Quest mit 1300 und einmal mit 900. Dann wären wir doch bei 2-2. Eigentlich wären wir doch schon längst wieder Level Up, oder? Moment. Ah, das waren 600 XP, ne? Ne, 2 Level. Ja, wollte doch gerade sagen. So, können wir uns nämlich noch unterm Ladentisch. Zack. Wir haben es ja bald, ne? Nur noch 3, 4 Level, 7 Level, 8 Level noch. Warte, da. 8 Level. Also mit 20 haben wir dann das voll und dann können wir uns voll auf Trauhof konzentrieren. Bin halt total neugierig, was das mit dem Patrick ist. Er ist gerade hier näher gekommen. Waren das nicht eben noch 400 Meter? Ich vergesse es die ganze Zeit. Eigentlich brauche ich ja nicht gucken, ich muss ja nur hören, ob er irgendwas erfasst hat. Aber in den Städten wird mit Sicherheit nie was zu guten sein. Zumindest nie großartig was. Entschuldigung. Einen Gegner hätte ich hier gerne. Von geringer Qualität. Warte, ich guck mal kurz. Aber hier sind wahrscheinlich noch... Na, das ist Holz. Es tut mir wirklich leid, aber das ist Holz. Das müssen wir looten. Zack. Holz, Holz, Holz in alle meine Farben. Holz, Holz, Holz ist alles, was ich brauche. Gib den Weg frei! Weil es so schön ist, Holz. Hey, Putz! Lenk den Gegner ab! Ich mach weiter! Dann mach du halt weiter, Kleine. Putz! Mal stehen hier. Putz! Putz! Euch den anderen getroffen, zack! Schnell duden, bevor ich sterbe. Putz! Ne, Schwert finde ich irgendwie. Weiß nicht. Muss ich mal gucken, wie es ist im Kampf. Putz! Es hat auf jeden Fall was. Aber mit dem Schwertkampf finde ich es angenehmer wie hier. Was ist denn da hinten? Das sind auch schon wieder Typen. Der haut halt voll merkwürdig. Ja,
Moment, ich muss auf den achten, der wegrennt. Ah, es rennt keiner weg, dann ist das einfach nur so eine Versteckung, oder wie? Sehr merkwürdig. Der was. Ne, hat er nicht. Was willst du denn hier? Geh weg! Junge! Putz! Da liegt er jetzt. Jetzt habe ich gar nicht auf die XP geachtet. Na, guck mal, noch einer, den ich auch kann. Putz! Das macht einfach zu viel Spaß. So. Ich wollte eigentlich nur gucken. Ich darf mich nicht umdrehen. Da. Wir haben nämlich sowieso noch ein bisschen Zeit. Und an ihm kann ich jetzt perfekt ausprobieren, wie das mit dem neuen, mit der neuen Waffe ist. Drei Stück, vier Stück sind hier. Boah, heftig. Kann ich hier stehen? Ja, hier kann ich stehen. Kommt ihr mal her? Hallo? Wieder durchprobiert. Zap, bam, bam, bam. Das ist auf jeden Fall ein schöner. Das lohnt sich auf jeden Fall für Kombos. Weil die Kombos richtig gut durchgeht. Und dann kann ich den hier machen. Ja. Ah, das ist ja cool. Dann habe ich so ein. Oh, das ist ja nice. Das ist nice. Na? Uhuhuhuhu. Ah. Ah, kommt drauf geschissen. Ah, ich kann hier auch noch laufen. Yeah, nice. La 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 la. Schön, dass ich unterbreche die damit auch. Also ist schon nice. Vor allem, weil es ein eigentlich ist ja zweihändig. Moment, ich habe hier noch ein Krokodil gesehen. Da. Zack. Und wieder Leder dazu. Perfekt. Das Leder, das kann man auch echt gut farmen, weil die Krokodile immer in größeren Mengen sich rumhorten. Jetzt warten wir mal kurz auf, bis nachts ist. Viel besser. Wie bitte war es? Hier ist eine Katze. Habe ich mir jetzt. Habe ich gerade nicht gehört. Nö, 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 habe ich nichts gehört. Was ist denn das hier? Was stehe ich denn da? So ein Bewässerungsanlage. Da ist eine Bewässerungsanlage. Das ist ja cool. Cool gemacht. Hallo, it's me. Ich ignoriere ihn einfach mal. Es macht einfach zu viel Spaß, sein Tagebuch zu lesen. Da fällt mir gerade ein, ich habe vergessen, die Heizung anzumachen. So. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier.
Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Der Wichser hat mich verraten. Der Weg des Wissbegierigen ist sehr gefährlich. Niemand wird deine Leiche finden, wenn wir sie den Krokodilen vorwerfen. Nur blöd, dass ich die Krokodile schon getötet habe. Voll Idiot. Er hat einfach nur gegen Shit gehauen und nur. Putz! Also ein bisschen merkwürdig sieht schon aus, wie er mit dem angreift. So, was hast du gesagt, du Spast? Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede. Oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf.